Sehr viele Philosophinnen und Philosophen zerbrechen sich seit Jahrtausenden den Kopf darüber. Oh, da habe ich eine starke Meinung. Eine Theorie, die ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Wir haben vielleicht keinen freien Willen. Vielleicht ist es wirklich nur so eine Art Vorspiegelung des Bewusstseins. Truth is just a word that serves certain purposes. Ja, wenn ich recht drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich glaube, dass Philosophie eine Wissenschaft ist oder nicht. Ja, mein Name ist Moritz Schulz und ich bin hier Professor für Theoretische Philosophie. Ich heiße Miriam Gohr und ich promoviere seit Beginn dieses Jahres an der TU Dresden beim Schaufler-Kolleg und am Institut für Philosophie. Ich bin Norbert Engemeyer, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theoretischen Philosophie. I'm Sergio Spatan, I'm a research associate here at TU Dresden. I just finished my PhD. And I'm working epistemology. Ich bin Viktoria Knoll. Ich bin Postdoc in der Philosophie an der Technischen Universität Dresden. I am Sebastian Sanchez Martinez. I am a doctoral student, graduate student at TU Dresden, and I'm from Colombia, by the way. Would you call yourself a philosopher? Yeah, I would call myself a philosopher. Ich würde schon sagen, ja. Ich würde mich als Philosophin bezeichnen. Nee, tatsächlich nicht. Also ich laufe nicht durch die Gegend und stelle mich Leuten vor, sage sowas wie, hallo, ich bin Philosoph. Dennoch, wenn ich sagen müsste, ob das stimmt, dann stimmt das natürlich. Ich bin Philosoph. Ich habe den Eindruck, dass Philosoph oder Philosophin so normativ aufgeladen ist. Und deswegen sage ich meistens, ich arbeite am Institut für Philosophie oder ich bin Postdoc in der Philosophie. Aber Philosophin ist mir irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube, das geht vielen meiner Kollegen auch ähnlich. You find it probably a bit strange to say about yourself that you are a philosopher, because every time you think about philosophers, you think about the big names from history, and you never want to claim to be so arrogant to claim that you are something like that. Nevertheless, given that I did do philosophy for more than 14 years now, I think I can appropriately say that I do philosophy as a living, so presumably I am a philosopher. That was a very philosophical long answer to a very simple question. So yes, the final answer is yes. Bist du durch das Buch Sophies Welt zur Philosophie gekommen? Auch. No, I didn't read the book, although it was assigned to me in high school, but I didn't read it. Ich bin nicht durch dieses Buch zur Philosophie gekommen. Ich habe es auch tatsächlich bis heute nie so richtig gelesen. Ich bin durch ein Schulreferat über Platon zur Philosophie gekommen. Da haben wir eine Klassenreise nach Griechenland gemacht, so etwa 12. Klasse war das. Und ich würde sagen, dass mich das ein Stück weit bestärkt hatte, dann später Philosophie zu studieren. Aber ich muss auch gestehen, Sophies Welt in dieser Zeit auch gelesen zu haben. Also völlig ausschließen möchte ich nicht, dass das Buch auch einen Einfluss hatte. Sokrates, Platon oder Aristoteles? Wer ist eigentlich der bedeutsamste Philosoph der Antike? Gute Frage. Ich bin jetzt kein so großer Experte, was die Antike angeht. Mich persönlich, mir macht Platon am meisten Spaß. Ich glaube, ich persönlich hätte ein Faible für Aristoteles. Mit wem ich am meisten Berührungspunkte habe, so in meiner Forschung oder in der Lehre, ist am ersten noch Platon. I would say Aristotle. Aristoteles. I would go with Aristotle because he was able to develop a number of fields that were very influential subsequently. Nevertheless, I think Plato is the most innovative thinker, and from that point of view, he was probably slightly more influential than Aristotle. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wie findest du eigentlich Richard David Precht? Ich höre tatsächlich seinen Blog recht häufig, aber ich bin auch manchmal ein bisschen sadistisch veranlagt. Bin ich mir nicht so sicher, wie ich den finde. Also, was ich gut finde an ihm, ist, dass er meistens klar, einfach, prägnant formuliert. Das finde ich eine Tugend von Philosophen und Philosophinnen. Manchmal finde ich ihn vielleicht ein bisschen sehr selbstdarstellerisch. Professionelle Philosophen geben sich häufig Mühe, kenntlich zu machen, wo ihr Kenntnisbereich endet. Also sozusagen haben sie häufig eine Sache, in der sie besonders gut und besonders spezialisiert sind. Richard David Precht tritt häufig als Allrounder auf und ich finde, darin unterscheidet er sich ein bisschen von Leuten, die das an den Universitäten machen. Richard David Precht wird in der akademischen Philosophie
eher etwas kritisch gesehen. Ich glaube aber auch, dass wir dem einiges zu verdanken haben, weil er der Philosophie ein deutlich größeres Publikum verschafft hat. Also seitdem sozusagen er auf die Bühne der Öffentlichkeit betreten hat, ist Philosophie deutlich populärer geworden, weshalb ich ihn unterm Strich gar nicht so schlecht finde, wie vielleicht einige andere meiner KollegInnen. Was ist plausibler, die Existenz Gottes oder die Nicht-Existenz Gottes? Die Nicht-Existenz Gottes. The non-existence of God? Ich finde die Nicht-Existenz Gottes. I would say that the non-existence of God. Die Nicht-Existenz jedenfalls dessen, was die meisten unter Gott verstehen. Wir brauchen sie, glaube ich, nicht, um irgendwas in dieser Welt zu erklären. Was ist Wahrheit? Ha, das ist natürlich eine sehr große philosophische Frage. Und sehr viele Philosophinnen und Philosophen zerbrechen sich seit Jahrtausenden den Kopf darüber, was Wahrheit ist. Ich würde es ganz einfach sagen, Wahrheit ist das Gegenteil von Falschheit. Ein Satz kann wahr oder falsch sein. Und ich denke, in der einfachsten Theorie gehen wir davon aus, dass ein Satz dann wahr ist, wenn er mit den Tatsachen in der Welt übereinstimmt. Wenn ich hier sage, der Satz, dass wir in der Slup sitzen, ich sitze hier im Magazin der Slup, dann ist das wahr. Genau dann, wenn die Welt so beschaffen ist, wenn wir in der Slup sitzen, dass ich gerade im Magazin der Slup sitze. Und haben wir eigentlich einen freien Willen? Ich würde sagen, wir haben vielleicht keinen freien Willen. Vielleicht ist es wirklich nur so eine Art Vorspiegelung des Bewusstseins. Aber die Annahme eines freien Willens kann, selbst wenn sie falsch ist, noch ein nützliches Konstrukt sein, um unser Selbstwertgefühl zu erhalten und so weiter. Ich glaube, wir sind halt Personen, die an einen Körper gebunden sind. Und dieser Körper unterliegt den physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn die Physik sagt, dass ich jetzt in den nächsten Minuten meinen Arm heben wird, dann kann ich nicht mit meinem Willen sozusagen das verhindern, dann wird er sich heben. Wenn man den Menschen aus so einer biologistischen oder neurowissenschaftlichen Sicht betrachtet, scheint es natürlich erstmal so zu sein, dass da nicht besonders viel Raum ist, weil letztlich sozusagen sich Kausalketten aneinanderreihen. Ich habe aber gleichzeitig das Gefühl, es gibt einfach im menschlichen Leben verschiedene Ebenen der Beschreibung. Und ich glaube, auf bestimmten Beschreibungsebenen, wie zum Beispiel im sozialen Miteinander, können wir gar nicht miteinander interagieren, ohne anzunehmen, dass wir einen freien Willen haben. Wenn ich nachdenke darüber, von welcher Position ich denke, dass sie die besseren Gründe hat, dann würde ich denken, die Position, dass wir einen freien Willen haben. Na, und wenn wir so in uns reinhorchen, dann scheint es doch erstmal eine ganz bisschen abwegige Position zu sein, zu denken, wir sind überhaupt nicht frei in unseren Entscheidungen. Ich scheine jetzt einfach frei entscheiden zu können, dass ich bei dem Interview mitmache und dass ich vom Stuhl aufstehen kann, wann ich will. Also wenn eine Entscheidung aufgrund meines Überlegungsprozesses, aufgrund meiner Meinung über die Welt auf geeignete Art zustande kommt, dann glaube ich, haben wir sozusagen die Entscheidung durch das, wer und was wir sind, kontrolliert. Und mehr braucht es auch nicht, um eine freie Entscheidung getroffen zu haben. Ist Philosophie überhaupt eine richtige Wissenschaft? Oh, da habe ich eine starke Meinung. Ist sie. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was häufig nicht in Gänze akzeptiert wird und man durchaus manchmal den Eindruck haben kann, sogar von Leuten in der Philosophie, dass die Philosophie so am Rande der Wissenschaft steht. Die hat irgendwie vielleicht so eine Mittlerfunktion. Die macht so Denkangebote, die entwirft so ein paar Begriffe. Schnell hat man da das Gefühl, ja, so eine richtige Wissenschaft ist sie nicht. Und ich glaube, das ist alles falsch. Und es ist auch richtig schlecht für uns, das zu denken, weil wir dann uns selbst nicht ernst genug nehmen. Also man kann vielleicht sagen, ist die Philosophie ergebnisoffen? Das scheint mir ein wichtiger Aspekt von Wissenschaften zu sein. Man kann sich unsere Methoden angucken. Haben wir irgendwie etablierte Publikationsverfahren zum Beispiel? Ja, haben wir. Insofern schließen wir uns auch anderen Wissenschaften an. Wir unterscheiden uns natürlich in den Themen von anderen, von den Wissenschaften, von den empirischen Wissenschaften zum Beispiel. Biologen unterscheiden sich auch von Physikern in den Themen. Ja, wenn ich recht drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich glaube, dass Philosophie eine Wissenschaft ist oder nicht.
Ich glaube, dafür müsste ich erstmal wissen, was mit Wissenschaft genau gemeint sein soll. Die Wissenschaftstheorie ist ein Teil der Philosophie. Die beschäftigt sich damit, was Wissenschaft ist. Ich habe vorhin Popper kurz genannt. Nach dem ist Wissenschaft das, was sich irgendwie falsifizieren lässt, die Thesen, die sich falsifizieren lässt. Also wer Wissenschaft betreiben will, der sollte, und sei es wenigstens als Nebenfach oder so, auch ein bisschen Philosophie mitnehmen. Philosophie ist in Wissenschaft immer mit drin. Also in jeder Theoriebildung geht es einfach auch darum, Konzepte zu definieren, logische Abhängigkeiten miteinander zu verknüpfen. Und das ist ja das, was Philosophie dann in der Reinform betreibt, sozusagen. Thank you for watching. We hope you liked it. Hit the like button and don't forget to subscribe, so you don't miss any of our videos. Here you find the last video of Sitzgelegenheit of Psychology students, and down here you find other videos of Theo Dresden.